In dieser kleinen Visit USA TV Serie nehmen wir dich mit durch einen der beliebtesten Nationalparks in den USA, nämlich den Yosemite National Park. Wir erkunden in diesen kleinen Videos den ganzen Park. Bleibe also jetzt dran und lass dich überraschen, was du hier entdecken kannst. Die Tioga Road bzw. die Tioga Pass Road gilt als die schönste Einfahrt in den Yosemite National Park. Die Straße ist 39 Meilen lang und führt dich vorbei an Tälern, Schluchten, Felsen und auch den berühmten Tulum Meadows. Es lohnt sich, wenn man die Gelegenheit hat, in den Yosemite Park über genau diese Strecke einzufahren. Tulum Meadows sind die größte hochalpine bzw. subalpine Wiese in der Sierra Nevada. Von hier aus kannst du die fast unendliche Weite erleben und der Tulum River schlängelt sich hier am Ende der Wiese an den Berggipfeln entlang. Lambert Dome ist eine Felskuppel aus Granit und sie ist 240 Meter hoch. Er erhebt sich über die Tulum Meadows und den Tulum River. Du kannst den Lambert Dome erklettern, du kannst aber auch um den Dome herumgehen und hinten sind verschiedene Wanderwege in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Der Yosemite National Park erstreckt sich über 3081 Quadratkilometer an den Westhängen der Sierra Nevada. Direkt an der Tioga Road liegt der Tenaya See, der Tenaya Lake. Und er ist nicht nur deshalb so beliebt, weil er direkt an der Straße liegt, sondern weil er ein wunderschönes Blau macht und du von hier aus die Berge siehst, die Wälder siehst und all das, was sich sonst noch so darum zeigt. Den Namen hat er bekommen vom letzten Häuptling der Yosemite First Nations. Nachdem du fast eine Meile durch den Wawona-Tunnel gefahren bist, wirst du mit diesem wunderbaren Blick, den du hier gerade siehst, belohnt. Du siehst das ganze Yosemite-Tal mit dem El Capitan,
mit Sentinel Rock und mit dem Half Dome. Der Tunnel wurde 1933 für den Verkehr freigegeben und seit 75 Jahren hast du als Besucher hier diesen wunderbaren Blick. Der Eintritt in den Yosemite National Park kostet $35 pro Auto. Wenn du in größeren Gruppen reist, sind es $20 pro Person in der Gruppe. Geld sparen kannst du mit dem Annual Pass, wenn du mehr als 3 Parks besuchen möchtest, denn dann zahlst du nur $80 für die Jahreskarte. Das erste, was dir bei der Swinging Bridge wahrscheinlich auffällt, ist, dass sie überhaupt nicht schwingt. Früher gab es hier wirklich eine schwingende Brücke, aber sehr viele Hochwasser und Fluten haben sozusagen ihren Tribut gefordert und immer mehr von der Brücke zerstört. Und 1964 wurde diese Brücke durch diese feststehende Brücke ersetzt. Wenn du hier drauf bist, wirst du allerdings belohnt mit einem wunderbaren Blick auf die Berge rundherum, auf den El Capitan und, wenn sie Wasser führen, auch auf die Yosemite-Wasserfälle. Von den über 7000 Pflanzenarten, die es in Kalifornien gibt, befinden sich 50% in der Sierra Nevada. 20% davon, von diesen 50%, findest du im Yosemite National Park. Darüber hinaus bietet der Yosemite National Park für 160 bedrohte Pflanzenarten einen optimalen Lebensraum. Der Yosemite National Park zählt jährlich 4 Millionen Besucher. In 2020 wurde ein Reservierungssystem eingeführt, bei dem man in den Sommermonaten zwischen Mai und September vorher für $2 auf recreation.gov eine Reservierung durchführen muss, um in den Park einfahren zu dürfen. Dieses System wurde auch in 2021 und 2022 beibehalten. Wir haben mit den Rangern gesprochen. Sehr wahrscheinlich wird es auch für 2023 weiterhin gelten, sodass du vorher auf recreation.gov eine Reservierung vornehmen musst, wenn du in den Sommermonaten in den Park möchtest. Das war der erste Teil aus dem Yosemite National Park. In Teil 2 erkunden wir mit dir die anderen Teile des Parks und versorgen dich noch mit weiteren Informationen. Stelle also jetzt sicher, dass du den Kanal abonnierst und so künftig kein Video mehr verpasst.